Warum hängt es jetzt schon wieder jetzt? Ja, komm, die ziehen wir gleich mal an. Trügerisches Blasrohr des Stiers. Achso. Na komm, das wechseln wir gleich mal aus. Ja. So viel ändert sich auch nichts, deswegen lasse ich das. Mal ein bisschen sortieren. Andersrum. Ne, geht nicht. Okay. Ja, weiter. Ach, ist das eklig, überall diese Spinnenweben. Ah. Jetzt kommen sie ja alle. Die mussten bis jetzt fast kaum einen Trank benutzen, fällt mir gerade mal auf. Als war es auch eine richtig gute Wahl gewesen mit dem Charakter. Oh, was war denn das jetzt? Hast du mich gerade angespuckt? Nimm das! Das scheint wieder etwas größere Höhle zu sein. Ja, hier gibt es einen Haufen Abschweifungen. Und überall eklige Spinnenweben. Kommen wir hier noch irgendwo hin oder tun wir uns gerade in drei Strähnen mehr? Ah ja, was ich jetzt auch sagen wollte, ich nehme jetzt eigentlich zum allerersten Mal auch wirklich eben mal komplett gleich 2 Stunden auf. Ich hoffe, dass ich das dann auch hinkriege mit den... Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Wow, wunderbar. Dass ich das dann auch hinkriege mit diesem ganzen eben bla und eben schneiden und so. Dass da kann es wahrscheinlich auch passieren, dass es da manchmal eben nicht genau an den gleichen Punkt eben startet, aber dann eben vielleicht 1, 2, sagen wir mal 10 Sekunden Verzögerung eben dann startet. Dürfte da nicht übel nehmen. Aber ich tue mir auf jeden Fall sehr viel Mühe geben, dass es eben genau stimmt. So, hier hinten haben wir irgendwo noch was, wo wir lang können. Da habe ich gerade noch einen Mob gesehen. Ach, hier, genau da lang. Da schreit es doch schon. Und da haben wir auch noch eine Kiste. So, und da würde ich sagen, gehen wir aus dieser ekligen Höhle mal raus hier. Ich mir vorstellen, in dieser Höhle wirklich drinnen zu sein, eher Haufen Spinnen. Ich würde Bienen in der Hand nehmen und wegrennen. Ich meine, Angst vor Spinnen habe ich jetzt nun nicht wirklich, aber umso größer, umso ekliger sind sie einfach mal, ganz ehrlich. Finde ich. Dann kann das sein, dass manche eben kleinere Spinnen eben ekliger finden als die größeren. Ich dagegen finde eher die großen Spinnen, also groß, so ab 5, 6, 7, 8, 9 cm schon ein bisschen eklig. Und die kleinen, ja, mein Gott, die tun ja ihnen auch nichts. So, jetzt müssen wir die Quest abgeben. Mir zeigt's an, dass hier hinten noch irgendwo eine Quest ist. In die Richtung. Hab ich da recht? Ja, dann gehen wir da doch mal hin. Sammeln wir einfach mal hier die ganzen Moves ein. Falls wir hier runterkommen, dann müssen wir kämpfen. Da mache ich auch gleich mal den Sound wieder etwas lauter. Greift uns gerade was an, nee. Kommen wir jetzt hier runter? Nee, ah doch, nein, jetzt hängt das schon wieder und A und N und B. Wieso macht das? Wir müssen, ach, ja, okay, ich weiß glaube, wo das ungefähr ist. Tun wir mal hier noch die... Aber heute hat es wirklich eben ziemlich gehangen, gell? Jetzt sind schon wieder hier diese, zipplig rein. Kann auch daran liegen, weil ich einfach mal 2 Stunden ein Stück aufnehme.
Habe ich überhaupt die Festplatte an? Ja, ich hatte jetzt schon gedacht, nein. Aber irgendwo muss es ja aufnehmen. Wenn die Festplatte nicht da ist. Und ich, ja, ich habe doch richtig vorhin gesehen. Hier oben sieht man, ist ein Pferdestall und da werden wir wahrscheinlich als allererstes mal hingehen. Da lassen wir mal die Quest da unten außen vor. Und es hängt gerade ziemlich. Warum hängt das gerade so? Ich habe zunehmend gerade mit 8 Frames pro Sekunde auf. Soll uns jetzt erstmal nicht stören. Aber was? Ich bin ein Pilz? Ich hab's gerade nicht richtig verstanden. Blöder Kobold. Goblin. Oder was auch immer du bist. Ach, hier hat noch jemand was liegen gelassen. Hier läuft ein kleiner Junge rum. Wohnst du hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Also ich wohne hier nicht, nee, ganz ehrlich, nee. Nee. Ich wohne in einer Großstadt, nicht so in einem Dorf. Was heißt denn eigentlich Dorf? Ja, jetzt aber. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man aus der Ferne irgendwie jemanden angreift, dass es da irgendwie. Was macht denn meine Katze? Weiß nicht. Ein Moment. So, nochmal schnell gehustet. Und hier haben wir wieder eine Quest. Ja, meine Katze macht gerade wieder Spießrutenlauf. Geh in den Weinkeller und finde heraus, was dort unten los ist. Wir waren doch schon mal in den Weinkeller. Ach nee, hier unten in dem. Ja, meine Katze schreit gerade im Hintergrund. So, ach du meine Güte, hier sind ja mal ein Haufen Mobs. Und es hängt auch gleich sofort. Ein Haufen Mäuse. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich mache einfach mal hier in mehr Expert-Dings an. Trank. Na komm schon. Na los. Was hier unten los ist, das kann ich dir sofort sagen. Hier sind übelste in Frankfurt. Ja, keine Ahnung. Ein Haufen Mobs, eh. Ach, hier haben wir gerade mal gesehen, dass ein Skelett eben auch nicht wirklich gerade sterben muss. Er hatte gerade an seine 100 Pfeile fast drinne. Und ist trotzdem wieder aufgestanden. Ach, jetzt. Nee, ich dachte schon, wir haben jetzt mal auch was für den Seraphine getroppt. Also ich habe ja wirklich vor, also ich würde mir vielleicht vorschlagen, wirklich dann eben in den Server eine Seraphine zu nehmen. Also ich, ja, weil das Let's Play, also ich meine Sekret, das, ach ja, siehst du, er ist schon wieder aufgestanden. Und er wird, nee, jetzt steht er nicht mehr auf. Weil ich mir eben wirklich denke, dass eben in Let's Play das Sekret mir richtig Spaß macht. Wir sind gerade Level abgegangen. Aber ich werde natürlich auch andere Let's Plays noch machen. Also ich hatte davor noch vorgehabt, wenn ich es gleich mal ansprechen kann, wahrscheinlich, wenn alles mit der Aufnahme klappt und es nicht so doll hängt, eben auch mal ein Sims Let's Play anzufangen. Wo ich separat einfach nur eben dann auch meine Segwit-Videos aufnehme und dann eben auch noch Sims mit. Und ja, ich laufe gerade mal hier einfach rum, um das zu erklären. Ich denke, dass wir dann wahrscheinlich eben, dass ich dann einfach Sims eben mal eine Stadt erstelle und eben dann erstmal eine Familie und so. Und dann
Ja, mal gucken, dass ich dann wirklich eben einfach mal die ganze Stadt eben mit irgendwelchen Leuten ausrüste. Also vielleicht auch Prominenten und bla bla bla. Weil dann diese ganzen fremden Leute, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, dass dann irgendwelche fremden Leute drauf sind, die wir überhaupt nicht kennen in dieser Stadt. Dass dann sozusagen die komplette die ganze Stadt eben nur aus Leuten sind, die wir dann auch wirklich wiedererkennen können. Wo wir sagen können, ach ja und hm und ja. Prominente, in dem Sprinne vielleicht, was weiß ich, Britney Spears oder keine Ahnung, Britney Spears wird wahrscheinlich, denke ich mal, dann nicht so sein, aber ja, eben ein paar Prominente reinmachen. Und eben anderweitig irgendwelche Personen. So, aber wir haben ein neues Level ab und ich würde wahrscheinlich vorschlagen, dass wir als nächstes erstmal zu diesen Stallburschen gehen. Ah, jetzt wird man gerade angegriffen. Jetzt können wir, ich hoffe, jetzt können wir mal, nee, hier um. Machen wir wieder Geschick. Na komm, ja. Und Taktikkunde machen wir mal noch eins hoch und dann wieder Konzentration. Gehen wir mal aus dem Weg. Und ja, mehr haben wir nicht. Ja, das wollte ich mal so anmerken, dass ich auf jeden Fall vielleicht noch vorhabe, ein nächstes Let's Play anzufangen. Mit den drei Let's Plays, also mit den zwei Let's Plays dann. Sprich Sacred 2 eben Let's Play. Und dann dieses Sacred eben in OpenNet. OpenNet? Nee. Geschlossenes, genau, geschlossenes. So, was ist denn hier schon wieder los? Dass die sich auch immer alle streiten müssen. Na, was ist denn los? Aber, ey. Was? Dass es manchmal so hängt, das nervt mich. Ach ja. Es wird wahrscheinlich wirklich langsam Zeit, dass ich auch mal einen neuen Computer kaufen werde. Der ist wirklich nicht mal der beste. So, jetzt haben wir wieder gespeichert. Und wir kommen zu einem Pferdestall. Hier haben wir eine Quest. Und hier haben wir eine Quest. Jetzt lassen wir das erstmal kurz laden. Dass es nicht zu doll hängt, jetzt komme ich hier gerade nicht weiter. So, jetzt. Das hängt aber heute auch wirklich. Vielleicht läuft da auch gerade irgendwas im Hintergrund. Ich glaube es aber eher nicht. So, jetzt suchen wir uns erstmal ein Pferd aus. Hast du nur eins? Ah, nee, hast mehrere. Stufe 9. Sprung auf. Aufbäumen. Mhm. Ja, was nimmt man da am besten für ein Pferd? Ich will eigentlich eins, was eben schnell reitet. Was passt denn zu uns? Ein weißes oder eher ein schwarzes? Ich denke eher ein weißes. Oder ne, ein braunes. Hier haben wir ein komplett schwarzes, was auch überreiten und Sprung beherrscht. Warum, was jetzt das irgendwie bedeutet? Kann ich das lesen? Ja. Hammer Wirbel wieder neu. Aber ich denke, dass wir mal dieses nehmen werden. Ja, genau. Na, kommst du drauf? Auch toll. Ja, dann lassen wir es erstmal stehen und rufen es dann noch. Jetzt werden wir erstmal hier noch eine Quest annehmen. Und da hinten war noch eine. Die nehmen wir auch gleich noch mit an. Koboldschaman. Ich sollte vielleicht mal lesen. Auch gut.
Haben wir jetzt hier irgendwo noch eine Quest? Bist du die Händlerin? Ja, gut. Da verkaufen wir gleich mal noch ein paar Sachen.